Weltstrandlinie vom 5. Juni stellt erst den ersten Teil einer viel weiter ausholenden neuen großen Operation dar. Am 9. Juni tritt die Heeresmitte, Generaloberst von Rundstedt, mit drei Armeen an. Nach weiteren 5 Tagen folgt der Angriff der 1. Armee des Generals von Witzleben an der Saar gegen den Hauptabschnitt der Marinolinie. Schließlich am 15. Juni überschreitet der äußerste linke Heeresflügel im Kampf das gewaltige Hindernis des Oberrheins. Das Ziel im Großen ist die vollständige Zertrümmerung des französischen Heeres. Den deutschen Panzerverbänden der Generäle von Kleist, Guderian, Hoeppner und Roth fällt eine besonders wichtige Rolle zu. Wie an der Somme beginnt auch am 9. Juni an der Aisne der Kampf mit dem Angriff auf befestigte Dörfer und Waldstücke der Weigandlinie. Wird der Weg zur Marne frei. Der deutsche Soldat erreicht die Marne, den Schicksalsfluss des Weltkrieges. Im feindlichen Feuer bringt ein Pionier die Zugleine für die Schlauchboote ans andere Ufer.
Auch frontal gehen deutsche Truppen gegen die Pariser Schutzstellung vor. Am 14. Juni fällt Paris als reife Frucht überlegener Strategie in deutscher Hand. Generaloberst von Bock und General von Kuechler nehmen die Parade an. Eisernes Kreuz und Sturmabzeichen sind die verdienten Auszeichnungen der Männer, die nun seit 5 Wochen marschieren, kämpfen und stürmen. Mit der Einnahme von Paris ist die letzte Entscheidung noch nicht gefallen. Zwar ist die feindliche Front im Zusammenbrechen und stoßen die deutschen Verfolgungskolonnen in Richtung auf die Normandie, die Bretagne, die Loire-Mündung und das Plateau von Langres vor. Aber noch hält die Festungsfront. Am 14. Juni greifen deutsche Soldaten durch das größte Trichterfeld des Weltkrieges Verdun an. Beginnt der Angriff der Heeresgruppe nun an der Saar und am Oberrhein. Nun erfolgt der entscheidende Durchbruch auf dem linken Marsufer, dessen Ziel der Angriff gegen den Rücken der französischen Festung von